wir wollen ja sehen, was hier los ist. Aber... So, was haben Sie hier im Weinkeller? Da kann man es aushalten hier. Ein Karton. Passt der Schlüssel etwa? Jawohl, und wir bekommen einen super Zeiger. Einen Minutenzeiger. Toll. Was wir hier finden alles. Was haben wir hier? Eine Truhe. Und wieder ein Wimmelbild-Spielchen. Eine Halskette. Wo haben wir eine Halskette? Eisenbahnfahrschein, Korken, Metallkugel, Yin-Yang, Löffel zweimal, Armbanduhr, Stofffetzen, Knopf, MP3-Player, Wolfskopf, Patrone. Okay, was kriegen wir hier? Yin-Yang ist hier. Dann brauchen wir... Ist das eine Metallkugel? Jawohl. Ah. Wir können es noch... Das ist eine... Kassettenrekord, oder? MP3-Player. Sieht das so aus? Für mich ist es ein Kassettenrekorder, ein kleiner. Walkman, Walkie-Talkie. So, Löffel zweimal. Hier ist einer. Das ist doch ein Löffel. Und hier ist auch einer, wie ich sehe. Dann haben wir die auch. Halskette. Halskette. Wo ist denn die Halskette? Wird wahrscheinlich hier drin sein. Eisenbahnfahrschein. Patrone. Sind das Patronen? Nee. Hier ist eine Patrone. Ah, Wolfskopf. Hier sieht's aus. Könnt ihr nicht mal aufräumen hier. Alles nur in die Kiste draufgeworfen. Holzkette. Großmutter, wo ist deine Halskette? Ich finde sie nirgends. Wolfskopf. Der Wolfskopf müsste eigentlich groß sein, den müsste man eigentlich gleich sehen. Aber was die für einen Wolfskopf da meinen? Korken. Mann. Das erste war noch einfach, aber das wird ja immer schwieriger. Armband, Uhr, Stofffetzen, Knopf. Da ist ein Knopf. Armband, Uhr, Stofffetzen. Was sind hier Stofffetzen? Hier sieht alles nach Stoff aus. Korken, hier ist ein Korken. Dann Eisenbahnfahrschein. Ich muss mal schon genau schauen, so. Hat man Kamera? Nee. Entschuldigung. Wir haben einen Frosch im Hals. Armbanduhr. So, dann. Eisenbahnfahrschein. Stofffetzen, Wolfskopf. Halskette. Ist ja verhältere Halskette wieder. Die Tasche können wir auch nicht aufmachen. Hier. Ich brauche dafür einen Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel? Halskette, Eisenbahn. Da ist ein Eisenbahnfahrschein. Stofffetzen und Wolfskopf. Wo ist denn der Stofffetzen? Der muss ja auch hier irgendwo sein. Oder ist das außerhalb dem Monitor? Tasche öffnen. Hier braucht man einen Schlüssel. Hier wäre wahrscheinlich irgendwas drin. Aber dazu brauchen wir einen Schlüssel. Weißt, was ist hier? Halskette. Wo ist denn die blöde Halskette? Großmutter, hilf mir halt.
Nein, du suchst es selber. Okay. Ach, da oben ist der Holzkopf. Das soll der Holzkopf sein? Nein, nein, nein. Holzkette, wo soll man mir einen Schlüssel hier finden? Stofffetzen, Stofffetzen, wo ist denn das Stofffetzen? Kann doch nicht so schwer sein. Ich weiß, ich bin blind. Der X. Was sind die hier? Die soll Stofffetzen sein. Aber einfach nur noch die Holzkette, aber die wird da hier drin sein. Und dafür brauche ich einen Schlüssel. Hier ist ein Kompass für das andere Wimmelbild wieder. Und Batterien. Hier draußen sind Bretter. Ich schau mir gleich ein Brett drüber, du. Schach. Also ich bin blöd. Ich glaub's ja nicht. Sag jetzt bloß nicht, der passt hier. Genau, der passt hier. Und wir bekommen einen Stofffetzen. Ich habe das noch nie gesehen, dass für diese große Truhe, für das, der Schlüssel, der müsse größer sein wie diesen. Ich verstehe es nicht. Okay, wir haben einen Eintrag bekommen. Im Kleiderschrank im Keller habe ich eine verschlossene Schatulle gefunden. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ihr Inhalt mir bei der Aufklärung der seltsamen Vorgänge hier im Haus behilflich sein könnte. Jetzt brauche ich nur noch den passenden Schlüssel. Für die Tür. Das war ja die Truhe. Und hätten wir schon ein bisschen. Und die passt überall. Der Schlüssel passt überall. Jetzt haben wir ihn leider abgegeben. Gib mir den Schlüssel wieder her. Kann man leider nicht mehr nehmen. Der hätte bestimmt für die Haustür auch gepasst. Der passt ja überall, der Schlüssel. Ein Hobel. Kriegen wir einen Hobel. Können wir hier die Bretterhobel näher. Was haben wir hier? Weinflaschen und ein Fass. Bierfass oder was soll das sein? Oh. Brandyflasche. Genau, eine Brandyflasche. Saufen wir uns voll nieder hier. Und dann können wir das Spiel des Rätsels nicht mehr lösen, wo Großmutter sein wird. Aber so, das muss eine Alkoholikerin sein. So wie es hier aussieht. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oh my god. That's my grandma's neighbor, Mr. Oxford. What happened to him? Why is he lying here in my grandma's cellar? Is he dead? Who would do such a horrible thing? Krass, bin ich jetzt erschrocken hier. Und er? Mr. Oxford? Mr. Oxford. Der hat bestimmt zu viel Rotwein gesoffen hier. Dann läuft ihm noch der Rotwein darunter. Ein Messer? Ja genau, das nehme ich dir mal. Weil du sollst ja nicht mit dem Messer spielen hier. Noch dazu betrunken. Was haben wir denn hier? Ich. Moment, mach dich mal ein bisschen sauber hier. Du siehst ja aus hier. Ach, sauber weg. So, was haben wir hier noch? Kerze. Wie können wir rausgehen? Ich muss wieder alles ein bisschen. Aha, was haben wir hier? Ölkanne. Und der Hammer können wir den nicht mitnehmen. Ich muss erst alles wieder ein bisschen hier suchen, was hier so ist. Und wir haben einen Eintrag. Während ich mich weiter bewege, finde ich mehr Fragen als Antworten. Im Keller habe ich Mr. Oxford gefunden. Tot. Irgendjemand oder irgendwas muss ihn umgebracht haben. Sein Hals sieht schrecklich aus. Ich muss den Keller sorgfältig nach Hinweisen absuchen. Mr. Oxford war immer freundlich. Er hätte keiner Fliege etwas zuleide tun können. Wer sollte ihn also umbringen wollen? Und warum hatte er ein Messer in der Hand? Musste er sich gegen jemanden verteidigen? Ach, das
hat er ja nicht in der Hand gehabt. Das ist ja da auf dem Bauch, auf seiner Wampe gelegen, ey. Der Mr. Oxford. Moment, die letzte Ölung noch. Gut. Oh, trink noch einen Schluck. Und dann sauber machen hier. Krass, oder? Liegt der Alte hier da. Oxford, keiner Fliege was zu leide tun. Du schläfst ja. So, was haben wir hier? Die Truhe ist leer, wir brauchen den Schlüssel. Ich geh mal hier hoch wieder. So. Wo kommen wir dann hin? Wo geht's hier hin? Hier kommen wir hierher. Kann ich jetzt irgendwas mitnehmen? Ah, hier. Und wir kommen zum nächsten Wimmelbildspiel. Schon wieder hier. Wir müssen also öfter mal die Wimmelbildspiele, also im selben Bild wieder nachsuchen. Also, ich suche ein Telefon, ein Autotelefon, Feuerholz, Karte, Maske, Füller, Teller, Stein, Monokel, Pfeife, Muschel, Eisensäge. Entschuldigung, hier sehe ich eine Muschel. Dann. Telefon ist hier. Das ist der Telefon. Geht doch. Dann. Ein Auto müsste auch groß da sein. Hier ist eine Pfeife. Dann brauchen wir noch. Was? Füller. Der wird hier dann sein. Genau. Maske. Hier ist eine Maske. Stein, Monokel, Teller. Hier ist ein Teller. Stein. Hier Stein. Eisensäge, Feuerholz. Feuerholz ist hier. Wo ist denn das Auto? Da muss ja doch ein Auto sein. Das ist ein Monokel. Dann Eisensäge, Autokarte. Hier ist eine Karte. Aber wo ist das Auto? Ich sehe das Auto nicht. Spielzeugauto. Und da, Teddy. Teddy liegt hier, Teddy. Bin das scheiß Auto? Hier. Draufgemahlen. Ich dachte, hier wird es irgendwo liegen. Ein Rechen. Braucht man nicht ein Rechen? Nehme doch den Rechen mit, anstatt die Eisensäge. Der Wind bläst, der pfeift. Wir brauchen noch Eisensäge. Sonst nichts, Eisensäge nur noch. Werkzeug, hier haben wir Werkzeug, da muss hier vielleicht irgendwo in der Nähe sein, der Werkzeug, die Eisensäge. Ach, hier ist das Eisensäge. Jawohl. Und was bekommen wir? Eine Eisensäge, sehr schön. Wir haben so viel Plunder jetzt dabei und wissen nicht, wohin haben wir was bekommen. Nee. Dann können wir hier Eisensäge das Rohr abschneiden. Nehmen wir die Leiter mit. Geht's hier runter? Nee. Nee, hier geht's nicht runter. Was haben wir noch hier? Momentchen. In die Nase bohren. Hau ich runter hier. So, dann schauen wir mal. Wir haben. Jetzt haben wir ein Messer, wir können da aufschneiden. Der Knoten ist zu fest. Großmutter, du hast da im Sack einen Schlüssel versteckt. Der Eingangsschlüssel war das. So, den nehmen wir gleich mal her. Und die Tür öffnet sich. Yeah. Haben wir jetzt was bekommen? Eindruck? Nee. Dann gehen wir hier mal rein, oder? The door won't open until I fix this lock. Looks like I must arrange the gears in the right order. Genau, wir müssen erstmal das Schloss reparieren. Die Tür ist ja aufgegangen. Also muss ich ja nicht vorher das Schloss noch reparieren hier. Hey, so viel Zahnräder. Also wenn Großmutter da drin ist, dann weiß ich nicht, wie die da reingekommen ist in die
In das Haus hier. Wahnsinn. Hier ein kleines. Jawohl, so geht es. Aha. Zu klein. Das wollte ich daher bauen, nicht mal genau. So, dann. Dann hier kleines wahrscheinlich. Gut. Jawohl. Nun können wir ja endlich hier reingehen. Weißt du? Geil.